Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was aus dem Dutch Oven. Schon ein bisschen länger her. Wir machen mal wieder einen One-Pot. Und wir machen heute einen Kürbis-Curry One-Pot. Und was wir dazu alles brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Dran beim Mitkommen anschauen. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Erstmal wieder in Schwung kommen vom Mund her. Wir haben natürlich heute ein bisschen mehr. Wir haben hier Gemüsebrühe, wir haben Tortelloni, wir haben natürlich Kürbis. Wir haben aber auch zum Beispiel hier TK-Blattspinat. Da könnt ihr auch frischen nehmen, wie ihr das wollt. Ich nehme den gerne, weil ich habe immer was da und kann mir den portionsweise zubereiten. Kokosmilch. Dann haben wir hier Bahama Mamas, um noch ein bisschen Currygeschmack anderweitig reinzukriegen, weil den Hauptcurrygeschmack wollen wir heute durch die Currypaste kriegen. Dann haben wir noch ein bisschen Sambal Oleg, ein bisschen Honig, Salz, Pfeffer, Öl zum Anbraten und natürlich Knoblauch darf nicht fehlen und eine Zwiebel. Das war's im Großen und Ganzen. Findet ihr natürlich alles auch wieder unten in der Infobox. Also schaut mal rein, da steht noch ein bisschen mehr, vielleicht für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Und wir müssen jetzt aber noch ein bisschen schnibbeln. Wir müssen den Kürbis noch machen, wir müssen die Zwiebeln, Knoblauch noch machen und dann treffen wir uns hier gleich am Grill wieder, wenn der Topf soweit ist. Aber wir schnibbeln jetzt erstmal die Sachen. So, und das erste, was wir jetzt machen müssen, ist wie gesagt unseren Kürbis kleinschneiden, unsere Zwiebel kleinschneiden, Knoblauch fein hacken. Ihr wisst natürlich wieder alle, wie das geht. Ich mache das jetzt und zeige euch gleich, wie das aussehen soll. Wer es nicht weiß, ich habe eine ganze Menge andere Gemüse-Kürbis-Rezepte. Wer sehen will, wie man das klein schneidet, darf auch gerne da vorbeischauen. Ich lasse euch diesmal damit in Ruhe. Wir sehen uns gleich wieder. So, unsere Sachen sind geschnitten. Wir haben hier unseren Kürbis in etwas gröbere Würfel geschnitten. Hier unsere Zwiebeln, so in, ja, kleine Würfel. Und den Knoblauch fein runtergehackt. Das Ganze muss jetzt natürlich in den Dutch Oven. Den stelle ich jetzt auf. Da kommt dann ein bisschen Öl rein und machen wir ihn heiß. Und dann geht's los, da treffen wir uns gleich wieder. So, unser Topf ist heiß. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt unser Kürbis an die Reihe. Und den braten wir uns jetzt erstmal kräftig an. Wir wollen so ein bisschen Röstaromen dran haben. Und jetzt versuchen wir den schon mal so ein bisschen Röstaromen zu geben. Und dann kommt gleich die Zwiebel mit rein, wenn wir hier schon ein bisschen Röstaromen dran haben. So, unser Kürbis kriegt jetzt so langsam Röstaromen. Also schön so ein bisschen angebraten. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt unsere Zwiebel mit rein. Und Currypaste. Ich habe jetzt hier noch so einen Rest drin. Der wandert da jetzt komplett rein. Da müsst ihr wissen, wie viel ihr von dem rein macht, wie viel Bums ihr vertragen könnt. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Tue ich euch mal unten in die Infobox rein. Und das tun wir uns jetzt auch nochmal mit anschwitzen. Die Currypaste und die Zwiebeln. Und dann geht's gleich weiter. So, nachdem wir das jetzt auch so ein bisschen mit angeschmort haben, kommt noch hier unser Knoblauch dazu. Der darf jetzt auch noch ganz kurz einmal mit angeschwitzt werden. Den jetzt nicht zu lange, ansonsten wird er bitter. Aber hier kommt schon ein Duft hoch, ich sag's euch. So, jetzt haben wir das auch noch kurz mit anschmoren lassen. Jetzt kommen unsere restlichen Zutaten rein. Da haben wir einmal unsere Kokosmilch. Die hat sich leider ein bisschen abgesetzt. Ich mag das eigentlich nicht so, aber naja, was soll man machen? Scheint aber normal zu sein, weil beide so aussehen. Dann machen wir die erstmal ein bisschen kleiner und verrühren das schon mal. Da rein geben wir jetzt schon mal ein bisschen was von unserem Bahama Mamas. Und ich würde sagen, so ja, 3 Teelöffel geben wir schon mal rein. Wir können später ja dann nochmal abschmecken. Dann kommt unser TK-Blattspinat mit rein. Dann ein schön gehäufter Teelöffel Honig. Dann kommt jetzt Gemüsebrühe rein. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie viel wir davon brauchen. Wir geben jetzt erstmal so 200 Milliliter noch dazu. Den Rest heben wir uns dann auf, wenn die Nudeln drin sind, um später nochmal was nachfüllen zu können, falls wir da zu wenig haben. So, jetzt lassen wir das Ganze erstmal aufköcheln, den TK-Spinat aufweichen lassen und dann kommen die Nudeln rein. So, unser Blattspinat hat sich jetzt hier schön verteilt. So sollte es sein. Und jetzt geben wir doch noch ein bisschen Brühe schon mal mit rein. Ich denke mal, wir haben jetzt so 400 Milliliter drin noch. Und jetzt kommen unsere Nudeln mit rein. Da könnt ihr jetzt eigentlich nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier Tortelloni.
So, die rühren wir uns jetzt schon mal schön hier ein. Schön runterrühren. Und wie wir sehen, können wir dann noch ein bisschen Brühe drauf geben. Jetzt verrühren wir das Ganze nochmal mit der Brühe. Und dann kommt der Deckel drauf und dann darf das Ganze so lange vor sich hin köcheln, bis unsere Nudeln weich sind. Dann dürfte alles andere auch fertig sein. Und dann schmecken wir das Ganze nochmal ab. Ob noch ein bisschen Salz fehlt, ob noch ein bisschen Currypulver dran kann. Das sehen wir aber gleich. Jetzt kommt Deckel drauf. So, einmal Deckel drauf. Und jetzt gehen wir ein bisschen runter, machen wir drei Viertel Hitze vom Seitenkocher und lassen das Ganze jetzt köcheln. Wir sehen uns so in 10 Minuten wieder und dann schauen wir mal nach den Nudeln. So, 10 Minuten sind rum. Nehmen wir uns mal den Deckel ab und schauen wir mal rein. Mal kurz beiseite legen. So, dann rühren wir das Ganze mal schön um. Dann nehmen wir uns mal so eine Nudel und probieren die einfach mal, wie weit sie ist. Die Nudeln brauchen noch einen Augenblick. Von der Schärfe her ist es auch gut. Wir gehen jetzt mal hin, salzen das Ganze noch ein bisschen. Das Ganze noch mal um. Und ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt noch mal so 2-3 Minuten köcheln, dann müssten die Nudeln fertig sein. Ja, und dann können wir das Ganze runterholen und dann müssen wir anrichten und probieren. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Ganze runterholen. So, ich hole den Topf jetzt runter. Und dann müssen wir das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen anrichten, damit ihr noch ein paar schöne Bilderchen, dass ihr auf Instagram auch was zu sehen habt. Ja, und dann müssen wir probieren. Also sehen wir uns gleich wieder zum Probieren. So, und jetzt sind wir am letzten Punkt angekommen. Am wichtigsten Punkt, finde ich, weil ich darf jetzt probieren. Wenn ihr das nachmachen wollt, sagt es unten in die Kommentare. Schreibt mal rein, wie ihr das findet. Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Und Abo nicht vergessen. Ganz wichtig. Aber jetzt muss ich erstmal probieren. Und dann nehmen wir uns mal hier so eine Nudel mit Kürbis. Ja, und dann probieren wir mal. Nur für euch. Ab in den Kopf. So, jetzt kann ich wieder reden. Mund ist leer. Wer den Kanal kennt, weiß, ich stehe auf Curry. Und ich finde, Curry und Kürbis ist eine geile Kombination. Ob jetzt Kürbis, Curry, Suppe oder sowas hier, die Kombination ist einfach geil. Und hier das Bahama Mamas dann mit dazu, zu der normalen Currypaste. Eine geile Kombination, ich sag's euch. Richtig geil. Wer Bock auf einen One-Pot hat in der Richtung, gerade jetzt hier mit in der Kürbiszeit, schreibt's mal in die Kommentare. Sagt mal, wie ihr das findet. Mehr so Sachen, mehr in die asiatische, mehr One-Pot. Sagt's mal, schreibt's in die Kommentare. Also, ich will jetzt essen, deswegen verabscheue ich mich hier. Euer Markus von Barbecue Culture und tschüss. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept. Ha, und ich darf jetzt essen. Ihr müsst es nachmachen.